Josef Miller war ab 1986 im Bayerischen Landtag vertreten. Zuerst als Staatssekretär, später als Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten war er für die CSU und das Allgäu im Landtag aktiv. Für ihn persönlich war die BSE-Krise 2001 der anstrengendste Moment seiner politischen Karriere. Es war eine schwere Zeit. In der Politik muss man nicht nach schönen Zeiten schauen, sondern man muss die Probleme lösen. Ich habe Reformen gemacht wie kein Landwirtschaftsminister vorher. Das war aber notwendig und dafür ist man da. Da muss man auch manchmal Entscheidungen treffen, die nicht jedem gefallen. Aber wir haben das zukunftsfähig gemacht. Wenn heute 50% der Landwirtschaftsmeister in der Bundesrepublik Deutschland aus Bayern kommen pro Jahr, dann haben wir hier einen Vorsprung. Ich habe das Wissenschaftszentrum in Weinstephan sichern und ausbauen können mit der Universität, mit der Hochschule für angewandte Wissenschaft und mit der Landesanstalt. Also da ist eine ganze Menge passiert für die Zukunft, wo sich die Rendite aber auch erst in der Zukunft zeigt. Seinen Platz im Stimmkreis Memmingen und damit auch im Landtag hat jetzt Klaus Holleczek übernommen. Der bisherige Bürgermeister von Bad Wörishofen will nun möglichst schnell nach Memmingen umziehen. Also ich glaube, wir haben vielfältige Herausforderungen, wenn ich an das Thema des flachen Landes denke, an die demografische Entwicklung, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen richtig zu setzen. Ich möchte das mit einbringen, was ich im Bundestag und als Bürgermeister gelernt habe, vor allem mit den Menschen Politik zu machen und für die Menschen. Und da gibt es genug zu tun, da ist mir nicht bange. Für Klaus Holleczek stand bereits am Wahlabend fest, er sitzt im neu gewählten Landtag. Für einen Allgäuer CSU-Kandidat blieb es deutlich länger spannend. Der Biobauer Erik Beiswenger erhielt seinen Platz im Landtag nicht über ein Direktmandat. Er musste erst auf die Auszählung aller Zweitstimmen warten. Heute Vormittag stand dann fest, er ist dabei. Also es war schon ein brutal anstrengender Tag gestern, anders kann ich es überhaupt nicht ausdrücken. Erst war ich vorne, dann wurden die Augsburger Stadtbezirke ausgezählt, da lag ich 1100 Stimmen hinten und dann war nur noch Marktoberdorf bzw. das Ostallgäu und da war eben die Frage, kann ich das schaffen, kann ich da fast 1500 Stimmen ziehen, dass ich die Wahl wieder rumwerfen kann und es hat geklappt. Meine Themen sind von Berufswegen natürlich Landwirtschaft, dann bin ich Bankkaufmann, sind natürlich die Wirtschaft- und finanzpolitischen Themen, die mich immer interessieren. Und ich bin Kreisvorsitzender der Mittelstandsunion, von daher ist das natürlich auch ein für mich wichtiges Thema. Davon abgesehen bin ich ja auch Gemeinderat und da meine ich, dass man auch die Zusammenarbeit mit den Kommunen hier weiter aufrechterhalten muss. Genauso spannend war es für die Grünen. Erst heute früh stand endgültig fest, auch Ulrich Leiner hat es in den Landtag geschafft. Er war für Adi Sprinkhardt im Stimmkreis Lindau-Sonthofen angetreten. Der Biolandwirt betreibt in Sulzberg einen Hof mit 60 Milchziegen und sitzt seit 2002 im Kreistag Oberallgäu. Ja gut, am Sonntagabend hat man das noch nicht so abgesehen, weil da wusste man ja nicht, haben wir zwei Sitze oder haben wir drei Sitze. Das Ergebnis war gut, aus Sonthofen-Lindau war sehr gut, wobei ich sagen muss, da haben viele glückliche Komponenten zusammengespielt. Erstmal die großartige Vorarbeit jahrelang vom Adi Sprinkhardt, die mir sicher geholfen und genützt hat, ohne Zweifel. Ja, also erstmal waren wir völlig überrascht über das Endergebnis, weil wir hatten keinen Plan B. Wir haben nicht damit gerechnet, meine Frau und ich, dass es so kommt, wie es jetzt gekommen ist. Wir werden uns jetzt überlegen, in Ruhe, wie wir vorgehen und was wir weitermachen. Ich würde es sehr bedauern, wenn ich nicht mehr in Kempten auf dem Wochenmarkt wäre, weil das ist wirklich der direkte Kontakt, allerdings auch das direkte Ausgesetztsein aller Problematik. Ich sage bloß Veggie Day und sonstige Sachen. Zusammen mit diesen neuen Abgeordneten werden im 17. Bayerischen Landtag insgesamt 12 Allgäuer vertreten sein.